Wir reden heute über die Schlaganfall-OPS, über die OPS 8981 und zwar ganz konkret über das Thema Strukturprüfung. Was ist das Neue? Was hat sich gegenüber früher geändert? Also mit der Strukturprüfung bestimmt man, wer überhaupt das Recht hat, also die Grundvoraussetzung erfüllt, um die OPS-Ziffer abzurechnen. Das heißt, wer da durchfällt, der hat für ein Jahr lang erstmal ein Problem. Das heißt, der kann für ein Jahr was nicht? Diese Komplexprozedur abrechnen, wir reden ja über ressourcenintensive Behandlung, das ist die neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, personalintensiv, ressourcenintensiv. Und ich brauche natürlich die OPS-Ziffer, um das abzubilden, was ich dort einsetze. Die DGN hat zu dem Thema ja eine Umfrage gemacht, denn die Frage ist ja, wie viele sind im Risiko, jetzt vielleicht dabei durchzufallen? Herr Berlet, was ist denn da rausgekommen? Also wir haben bislang, muss man sagen, vorläufige Ergebnisse, aber immerhin von 157 Kliniken haben wir Rückmeldungen bekommen, sowohl überregional als auch regionale Stroke Units. Und immerhin muss man sagen, bei den überregionalen, also bei den Ziffern für die überregionalen Stroke Units 15% Beanstandungen, bei den regionalen 10% Beanstandungen. Und die Probleme, um das kurz zusammenzufassen, betrafen meist die Dienstpläne für die Neuroradiologen und die Neurochirurgen, die ja eine zunehmende Rolle spielen jetzt im Thrombektomie-Zeitalter, und aber auch in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, wenn da die Dienstpläne nicht rund um die Uhr und auch am Wochenende entsprechend dokumentiert waren, gab das auch Schwierigkeiten. Das heißt, 10-15% der deutschen Stroke-Units wurden jetzt abgehängt oder dürfen nicht mehr abrechnen? Oder wie muss man das verstehen? Das ist eigentlich, wäre das so, sobald das richtig scharf geschaltet ist. Jetzt hat man eine Ausnahmeregelung getroffen wegen Covid-19 und hat gesagt, Kliniken, die auch Covid-Patienten behandeln, kriegen diese Rückmeldung und können nachkorrigieren. Für die Zukunft, also wenn sozusagen die Pandemie vorbei ist, erfolgt die Prüfung in dem Jahr für das Jahr drauf und man hat keine Nachbesserungsmöglichkeit. Das heißt, wenn man 22 geprüft wird und fällt durch, darf man 23 die entsprechende Ziffer nicht abrechnen. Die Schwächen bei solchen Strukturvorgaben liegen ja oft dann in der Semantik im Detail. Da gibt es ja jetzt auch einen Änderungsvorschlag seitens der DGN und DSG zusammen. Was muss denn geändert werden? Na, es gibt da einige Attribute, Beschreibungen, die nicht exakt zu fassen sind. Zum Beispiel das Wort jederzeit verfügbar. Der Arzt ist jederzeit verfügbar oder man muss sich in unmittelbar räumlicher Nähe oder auch eine besondere Schulung. Und also man kann sich über solche Begriffe eben dann streiten, weil was ist jederzeit? Da kam dann heraus, ja, muss der sich ständig auf das Druckunit aufhalten? Wie weit darf er entfernt sein? Was heißt räumliche Nähe? Und wir wollen das bereinigen. Gibt es vielleicht abschließend noch ein paar praktische Tipps, wenn eine Stroke-Unit jetzt diese Strukturprüfung auf sich zukommen sieht, was kann man denen mit auf den Weg geben? Man muss sein Manual, man muss sein Stroke-Manual gut in Schuss haben, man muss seine SOPs haben, man braucht, also für alles, was dort vorgegeben ist, braucht man einen Beleg für eine Schulung, für die Dienstpläne, für die Prozesse. Wenn man jetzt sagt, jederzeit auch Ultraschall, dann muss ich das eben nachweisen, da brauche ich eine Schulung in Ultraschalldiagnostik. Im Grunde, wenn man das in Schuss hat, wenn man seine Stroke Unit gut in Schuss hat, muss man da sich keine Sorgen machen. Wo steuern wir denn hin? Ist es denn so, dass wir damit rechnen müssen, dass dauerhaft irgendwie 10% unserer Stroke Units jetzt wegfallen wegen dieser Strukturprüfung? Oder glauben Sie, dass sich das anpassen wird, dass die dann die nötigen Korrekturen vornehmen und dass wir eigentlich dann doch wieder irgendwie alle an der Versorgung teilnehmen können? Na, wir wissen, dass der MD natürlich, der medizinische Dienst, auch bestimmte Vorgaben hat. Und wir können uns nur wünschen, dass die Vorgaben nicht so sind, dass immer 10% möglichst eben nicht anerkannt werden sollen wegen irgendwelcher Dinge. Wir Neurologinnen und Neurologen sind lernfähig. Das heißt, wir werden das korrigieren, was wir jetzt als Fehlern aus den Fehlern anderer lernen können. Und was wir uns ja wünschen, ist, dass die Strukturprüfung insgesamt dazu führen, dass weniger Beanstandungen sind. Einzelfallprüfungen sind ja unbenommen, die bleiben ja weiter. Das ist das, was wir uns wünschen. Und ein guter Weg ist, sich von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft zertifizieren zu lassen mit seiner Stroke Unit, möglichst kurz vor der Strukturprüfung. Aber dann sind die Chancen, dass man nicht durchfällt, ziemlich gut. Vielen Dank, da kann man nichts mehr hinzufügen. Danke fürs Gespräch und bis bald.